Halloali und herzlich willkommen. Heute zeige ich im Rahmen des Osterprojekts 2017, das hat die liebe Annette organisiert von Annettes Backstübchen, ein leckeres Dessert, was ich also zur Osterzeit gerne serviere. Bei mir ist es traditionell so, dass ich um die Osterzeit die ersten Erdbeeren bei mir in der Küche verarbeite. Ich werde heute daraus einen leckeren Schichtdessert machen. Zum einen natürlich Erdbeeren, zum anderen einen Zitronenquark. Und damit das Ganze auch noch ein bisschen knusprig wird, kommen dann noch ein paar Amorettinis mit rein. Ja, dann zeige ich einfach mal, was ich heute für Zutaten dafür benötige. Da habe ich für den Quark natürlich erstmal Quark. Ich nehme heute hier 500 Gramm. Das ist 20%iger. Dann brauche ich eine Bio-Zitrone. Da nehme ich den Saft und den Abrieb. Etwas Milch, etwas Puderzucker. Und dann habe ich hier noch fertige geriebene Madagaskar-Bourbon-Vanille. Ja, für die Erdbeeren nehme ich natürlich Erdbeeren, etwas Puderzucker. Dann habe ich hier noch ein wenig Gelierfix und ein paar Crostinis. Ja, ein Messer ist auch immer von Vorteil. Hier habe ich dann nochmal so die Gläser, in die ich das nachher einfüllen werde. Ja, ich werde mir das jetzt erstmal alles vorbereiten und zeige dann, wie ich das Ganze zubereite. Als erstes werde ich jetzt mal den Quark in die Schüssel geben. Ja, das ist 20%iger. Ich nehme heute hier 500 Gramm. So, und das Ganze wird jetzt erstmal schön cremig rühren. Richtig cremig rühren. So, das reicht dann auch schon. Dann kommt als nächstes meine Zitrone damit rein. Die mache ich hier mit so einer kleinen Muskatreibe, das richtig schön fein ist. Das ist eine Bio-Zitrone, ganz wichtig. Ich habe die trotzdem nochmal richtig heiß abgewaschen. Dann je nachdem, wie stark man das mag mit dem Zitronenaroma, nimmt man eine halbe oder eine ganze. Ich mag es gerne, wenn es ein bisschen kräftiger ist. Und bei der Menge ist also auch eine Zitrone nicht unbedingt zu viel. So, jetzt ist die Zitrone gut abgerieben. Das Ganze hier unten noch ein bisschen abkratzen. Dann kommt der Puderzucker. Ich nehme da so 3 bis 4 Teelöffel. Und ein wenig von dem Vanille, das geriebene Vanille, also das ist nicht so, dass halt nur die Schale ist. Also man muss auch nicht alles nehmen, das ist immer so ein bisschen Geschmackssache. Und ein klein bisschen Milch gebe ich noch dazu. Und dann rühre ich das Ganze wieder schön glatt und gleichmäßig durch. So. Und dann schneide ich mir die Zitrone auf und presse sie aus. Das ist heute eine ganze Menge Saft. Ich werde mal nur die Hälfte etwa dazugeben. So. Hoppala. Ein bisschen brauche ich nachher auch nochmal für die Erdbeeren. So. Und dann nochmal schön durchrühren. Ja, wenn man das jetzt nicht so dünn mag, dann kann man auch die Milch weglassen. Dann ist es ein bisschen fester. Oder man gibt noch so ein bisschen Gelatinefix damit bei. So, und dann ist die Quarkcreme eigentlich auch schon fertig. So, ich stelle die jetzt erstmal beiseite und mache dann mit den Erdbeeren weiter. Die putze ich dann einfach, das heißt, ich schneide hier oben den Ansatz ab, gucke, ob alles in Ordnung ist soweit, lege mir die erstmal beiseite. Ja, wenn ich jetzt welche habe, die so ein bisschen weich sind oder eine Faulstelle haben, die Faulstelle natürlich abschneiden. Und ja, hier ist zum Beispiel eine, die ist ein bisschen weicher. Die schneide ich gleich kleiner und gebe sie hier in mein hohes Gefäß. Hoppala. Und die werden nachher zu Püree verarbeitet. Ja, für das Püree nehme ich etwas mehr als die Hälfte nachher. Und die andere Hälfte oder knappe Hälfte, da mache ich nachher kleine Stückchen einfach draus. So. Und wenn dann die Erdbeeren fertig sind, das waren im Übrigen jetzt hier insgesamt 750 Gramm. Ja. Schwupps. Dann kommt jetzt auch der Pürierstab zum Einsatz. Ich gebe dann hier auch nochmal ein bisschen Puderzucker. Ja, da kann man so 2 bis 3 Teelöffel natürlich dazugeben. Da kann man dann noch so ein bisschen das Aroma ein bisschen verstärken. Wenn man was Süßes dazu gibt, auch immer noch ein bisschen Säure dazugeben. So, dann haben wir nämlich die
Zitrone auch gut aufgebraucht. Und das Ganze jetzt schön klein machen. So, das ist erstmal klein genug. Und jetzt gebe ich hier noch ein bisschen Gelierfix damit zu. Ich gebe da jetzt noch mal 2 Teelöffel. Also nicht die ganze Tüte dazu. Das soll nachher auch nicht zu fest werden, sondern so ein bisschen sämig werden. Und dann das Ganze nochmal gut durchmischen. Das war es dann erstmal. So, das stelle ich jetzt erstmal in den Kühlschrank, damit es noch ein bisschen Zeit zum Reifen hat, ein bisschen Aromen freigibt und auch die Gelatine so ein bisschen anzieht. Und dann werde ich mir jetzt nochmal die restlichen Erdbeeren klein schneiden. Ich schneide das dann wirklich immer in sehr kleine Stückchen. Ja, das soll ein bisschen noch Biss haben, aber keine großen Stücken mehr. So, die Erdbeeren sind alle fertig geschnippelt. Alle rein ins Schüsselchen. Und dann können die auch erst nochmal in den Kühlschrank. Ja, wenn man mag, kann man da jetzt auch noch einen kleinen Schuss Cointreau damit zugeben. Oder auch nachher auf die Crostinis noch einen kleinen Schuss Amaretto. Ich habe heute Kinder dabei. Darum werde ich heute die alkoholfreie Version nutzen. Das stelle ich jetzt erstmal in den Kühlschrank. Ja, dann geht es weiter mit dem Amarettinis. Ich nehme mir da immer so einen Frierbeutel. Das kleine Häschen werden wir mal beiseite tun. Gib die Teile dann da rein. Und dann die Teilchen einfach irgendwie bearbeiten, dass sie schön bröselig werden. So, es braucht also kein Pulver sein. Es soll halt bloß so sein, dass die einzelnen Teilchen da so ein bisschen zerbröselt sind. Jetzt ist alles noch ein bisschen abgekühlt. Jetzt kann auch aufgefüllt werden. Als allererstes mache ich dann hier unten ein paar wenige Erdbeeren rein. Fülle das noch ein bisschen mit dem Erdbeerpüree auf. Ja, reicht schon. Dann kommt hier oben drüber etwas vom Quark. Dann kommen noch mal ein paar Erdbeerstückchen. Crostinis. Ja, das schmeckt wunderbar mit diesen Crostinis. Gibt so richtig schönen knusprigen Effekt. Das passt hervorragend dazu. Ja, wie gesagt, man könnte diese Crostinis jetzt auch vorher noch so ein bisschen in Amaretto oder ähnlichem einweichen. Ich mache das jetzt nicht, weil Kinder dabei sind. Das schmeckt aber auch sehr lecker. Ja, so ein bisschen hier an der Seite noch. So. Dann kommt wieder Quark. So. Und ganz zum Schluss nochmal vom Erdbeerpüree. Hat und möchte, kann man jetzt also noch mal so ein paar Erdbeeren in die Mitte geben. So, ja, das werde ich jetzt mit allen Gläsern so machen. So sieht das Ganze dann, wenn es fertig ist, aus. Ich habe hier noch mal so ein bisschen Deko gemacht, das heißt einfach ein Holzspießchen, noch mal eine Erdbeere drauf, dann hier oben einfach so ein, das ist so eine kleine Klammer, da oben am Spießchen noch mal festgemacht. Ja, wenn man es dann österlich dekorieren möchte, kann man es machen. Wenn nicht, lässt man es einfach weg. Ja, ich habe gerade eben noch mal jemanden von der Creme, von der Quarkcreme probieren lassen. Ja, das war so ein bisschen frustrierend. Es hieß, es wäre zu säuerlich und zu wenig Zucker. Ich persönlich mag das so. Wer also etwas mehr süß mag, der sollte von vornherein an die Quarkcreme noch ein bisschen mehr Zucker ranmachen. Ja, das war jetzt mein Beitrag zum Osterprojekt 2017 von Annettes Backstübchen. Es hat Spaß gemacht, ich fand es toll. Dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als frohe Ostern, immer einen guten Appetit und hoffentlich bis bald. Tschüss!